Zurück nach Wien. Randy hat in der österreichischen Hauptstadt noch einen zweiten Stopp eingeplant. Er will sein großes Vorbild Boris besuchen und sich von dem Ungarn persönlich ein neues Tattoo stechen lassen. Ja, wer ist Boris? Boris ist eigentlich ja, mein Mentor. Und zwar ist das genau der Tätowierer, dem ich praktisch, wo ich schon seitdem ich mich für das Tätowieren interessiert habe, wo ich aufgeschaut habe. Also der hat für mich eine Qualität auf die Haut gebracht, die für mich eigentlich unerreichbar war und immer noch eigentlich ist. Hey, man. Oh. Like always. Man, it's been a while. It's been a long while. Oh, good to see you. 3 years? When did we see us last time? I don't know, like convention, like always. That's nice to see you, my friend. Welcome to Vienna, Costa. It's my friend Bena, maybe. You meet him once and see him. Good to see you. My pleasure to see you. I'm so happy to be here. And happy to see you after that long time. The pleasure is mine, man. Man, it was long. Like, I used to miss it. Like, you, all of you, so much. Those pandemic times were hard. Yeah, that's true. That's true. But doesn't matter. Now we have a friend. Here again. Yeah, exactly. Awesome. Nice to see you, Boris, like my friend. Und ihm habe ich wirklich sehr viel zu verdanken. Und das nicht, weil ich bei ihm gelernt habe, sondern er hat mir in den wichtigen Augenblicken die Tipps und Tricks verraten, die ich gebraucht habe, um meine Qualität, sage ich mal, umzusetzen oder die Qualität umzusetzen, die ich unbedingt machen wollte. Und dafür bin ich bis heute noch dankbar. Wie ist es bei mir, wenn ich selber tätowiert wäre? Also ich bin genauso schmerzempfindlich wie jeder andere Kunde auch. Es ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Der Punkt ist, ich will es ja auch fertig haben. Das Einzige, wovor ich sehr großen Respekt habe, ist halt heute auch die Stelle. Weil wenn man wirklich sagt, okay, die Rippen, so die Achselhöhle, Rippen, da weiß ich selber aus Erfahrung, ich habe noch keinen Kunden da liegen, der sagt, hey, das ist völlig okay. So, das heißt, man kann hier früher aus dem Haus gehen und sagen, ach komm, und redet sich ein, ach, das wird schon nicht so schlimm. Nee, das ist Schwachsinn, es wird schlimm. Randy will noch eine freie Stelle an seinem Oberkörper ausfüllen. Beim Motiv lässt der Meister Boris völlig freie Hand. Warum gebe ich meinem Künstler keine Vorgaben, was ich haben will? Weil ich das ja selber von meiner Arbeit kenne. Meine Lieblingsklienten sind die, die sagen, hey, hier ist ein Stück Arm, Stück Bein, Stück Rücken, weiß der Geier, mach was du willst. Wenn der Künstler genug ist, wird er immer was Passendes für dich machen. Wenn er sich mit Kunst auskennt und mit der Person, dann beschäftigt man sich ja damit. Das heißt, ich ist mir jetzt bewusst, dass er mir keine Butterblümchen mit einer Biene drauf tätowiert, weil es einfach gar nicht zu mir passt. Das ist You know, this time, this is my side. That's yours. Moment, Freund, viel Spaß. Ja, ich kümmere mich schon um dich. Ja, das macht wohl. Ja, wenn du noch was brauchst. Eigentlich fahre ich so gerade so ein bisschen runter. Also wie mit dem Stuhl, hast du gerade gesehen? Nee, ich meine. I love you all. Irgendwie sowas könntest du doch jetzt sagen, noch so eine Message. Ja. Falls du stirbst, jetzt dann. Ja. Wir sehen das auf der anderen Seite. So eine Nahtoderfahrung. Und los geht der Tattoo-Marathon. Vor Randy und Boris liegen jetzt mindestens 8 anstrengende und für den Sachsen vor allem schmerzhafte Stunden. Jetzt werden die geilen Motive gemacht. Das beginnt jetzt. Also das ist jetzt die Zeit. Die Sonne geht unter und es ist entspannt. Und Randy kann sich auch mal konzentrieren auf seinen Schmerz, den er definitiv hat. Die Stelle zählt schon also wirklich zu den Top 3, die man so haben kann, schmerzmäßig. Und der beißt schon, also das muss ich schon sagen, das sieht man auch. Und, aber er hat einen starken Willen, also ich bin hoffentlich guter Gelinge, dass er da durchkommt und wenn er irgendwas braucht, dann werde ich ihm dabei helfen und
ich leide etwas mit, also wir alle leiden etwas mit und ja. Davon ist in Wien noch lange nicht die Rede. Bereits seit 6 Stunden lässt sich Randy von seinem Mentor Boris auf den Rippen tätowieren. Ja, wie geht's mir? Ja, es war von vornherein klar, dass diese Stelle nicht angenehm ist. Aber da muss ich durch. Es ist jetzt, ja, es ist nicht einfach, aber wenn man weiß, mit Atmung ein bisschen umzugehen, dann kriegt man es grob gebacken. Und irgendwie kriegt man das schon hin. Ich bin ja nicht hier, um aufzuhören. Aber wenn man dann wieder hier liegt, dann weiß man wirklich, was man so den ganzen Tag den Leuten antut. Aber wie es halt ist, da muss man halt liegen bleiben und einfach durchstehen, das Ganze. Ne? Da kommst du halt nicht dran vorbei. Wer das eine will, muss das andere mögen. Wir Tätowierer sind jetzt nicht wehleidiger als unsere Kunden, weil wir wissen ja, was wir da tun. Und ich glaube, es ist schon auch nicht so verkehrt, dass man sich ab und zu mal wieder tätowieren lässt, damit man wieder mal weiß, was man da so täglich an Schweiß, Tränen und Gedanken verstreut. Das ist schon gut so. Also das, nee, aber wehleidiger sind wir nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass wenn du, je älter das du wirst, umso schmerzhafter. Also mir geht es zumindest so, wenn ich mich überlege, mit 18 hat es nicht so wehgetan. Jetzt ist das halt echt eine Challenge. Und Randys Challenge soll echt noch satte 3 Stunden dauern. Also ich muss sagen, für die Stelle habe ich es, also es war okay, für die Stelle, aber es ist trotzdem schmerzhaft wie die Sau, also das ist halt der Punkt. Also ich habe es gut geschafft, auch wenn er ab und zu mal mit dem Spray ein bisschen rumhantiert hat, ist es wirklich, auch wenn es hart war, wie lange haben wir jetzt gemacht? 9 Stunden. 9 Stunden. Mhm. Ja, 9 Stunden auf dem Rippen. Ich meine, ich kenne keinen Kunden von mir, der da sagt, oh, toll, war alles so easy. Also, ja, ja. Kenne ich auch keinen. Aber ich weiß ja, was rauskommt dabei. Was man nicht alles macht für diesen Scheiß, ne, ey. Oh, wie war das, Jackie? Oh. Warte, noch Licht. Oh, es sind mir die Rippen rausgearbeitet. Ja, 2 weniger. Der eine schaut noch raus, da wo der Borner ist. It's good to see you again. Yeah. And it's so nice to spend this time with you and getting that piece. Man, this is so good. You are the man.